Seitenzahlen und InDesign. Zuerst mache ich einfach mal eine Einzelseite, ich mache mal eine A5, sage OK. Dann gehe ich hier im Seitenfenster, Seitenpanel auf die Musterseite. Ich mache hier einfach mal einen Balken, dass wir etwas sehen, gebe dem einfach eine Farbe. Dann mache ich ein ganz normales Textfeld und sage hier, hier brauche ich eine Pagina. Die mache ich jetzt mit 48 Punkt, mache die noch in die Mitte und sage, du bist unten bündig. Wenn ich das so mache, habe ich hier zwar eine 1. Wenn ich jetzt hier hingehe, auf die erste Seite geht das, aber auf der zweiten Seite habe ich auch eine 1. Jetzt muss ich das ändern. Und zwar gehe ich auch wieder auf die Musterseite und dort sage ich nicht, du bist die Zahl 1, sondern ich sage Unterschrift, unter Sonderzeichen einfügen, Marken, aktuelle Seitenzahl oder Affengriff, also Alt, Shift, Command und N, aktuelle Seitenzahl. Dann gibt es hier ein A, weil ich auf der A-Musterseite bin. Wenn ich jetzt hier hingehe, Seite 1, Seite 2, 3, 4, 5 und so weiter. Also, wenn ich jetzt diese Musterseite umbenennen würde, Musterseitenoptionen für B-Musterseite und ich sage dem, du bist die Musterseite Z1. Okay, dann habe ich hier auch eine Z1. Also das ist dieser Teil hier der Musterseite, den Sie in den Optionen ändern können. Also der Präfix gibt das A, ich mache das wieder als A. Okay, dann haben wir das. Was kann ich noch machen? Ich könnte hier hineinschreiben von Abstand Schrift. Textvariablen und dann letzte Seitenzahl. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Okay, jetzt heißt es A von 1. Das heißt, wenn ich hier hingehe, 1 von Seite 5 oder von ein Dokument mit 5 Seiten, wenn ich da mehrere Seiten hinzufüge, sage ich immer, ich bin auf der Seite 2 von 11 und so weiter. So, nochmals Wiederholung. Auf der Musterseite Textrahmen, Schrift, Sonderzeichen einfügen, Marke, aktuelle Seitenzahl oder rechte Maustaste, Sonderzeichen einfügen, Marken, aktuelle Seitenzahl. Die Optionen dazu, Schrift, Textvariablen, Variablen einfügen, letzte Seitenzahl. Im nächsten Movie geht es dann um Doppelseiten.